So, kurzer Schnitt, weil wegen Störung und so. Man liebt es ja, man kennt es und liebt es. Was haben wir hier? Nächste Seite. Waffen. Uff, Element Boomerang. Mhm. 50. Was steht da? Zentimeter. Mhm. Ich habe keine Ahnung. Kampfstab. Mhm. Kleine Bombe, Handgranate. Cool, eine Handgranate. Okay, Bogen, Feuer, Eisbogen. Oh, da hat jemand Zelda gespielt. Beschwörungszepter der Biester. Okay, ich glaube, da habe ich Final Fantasy 10 gespielt. Kann das sein? Sie? Keine Ahnung, ich könnte es mir vorstellen. Hier mal Ketzi. Wer war ein Ketzi? Ich habe keine Ahnung, wer Ketzi war. Ah Gott, das war dieses Gimmick, ja, das hat so das kann auch von One Piece stammen, weil der Henzo oder wie er hieß, ne, aus der Stadt von Nami, aus der ihrer Heimatstadt, der hat ja so ein Rad auf dem Kopf, so ein Windrad, so ein kleines. Und das fand ich so lustig und ich glaube, dann habe ich sie für einen meiner Charaktere benutzt, und zwar Ketzi ist so quasi die kleine Version von Caddy quasi. So irgendwie so die wie Chibiusa oder so, einfach so was Kleines und Putziges, sag ich mal. Der hat immer dieses Rad auf dem Kopf gehabt. Auch als Einzeller, natürlich, ne? Auch als Zweizeller, ich habe keine Ahnung, also als Mehrzeller, als Krebs, was auch immer das sein soll. Dann Fisch. Auch voll happy, irgendwie alle happy. Guck mal hier, happy, hey, hey, yay. Das ist so ein richtiges Yay-Viech. Du selbst hier. Okay, als Schlange dann hier voll fröhlich. Da wird es zu einem voll fröhlichen Oktopus-Tentakel-Viech. Da wird es zu einem voll fröhlichen What the fuck. Und dann wird es zu Ketzi. Wo einfach nur hinten eine Laterne hat und oben. Ansonsten sieht es gleich aus. Ich habe es nicht mal angemalt, so cool war es. Okay. Oh Gott, Hilfe. Oh, könnt ihr euch noch an Fusseluff erinnern? Fand ja eine aus den Kommentaren so geil, Fusseluff. Fusseluff hat hier eine Entwicklung, und zwar Fusseluff als Fussel-Einzeller. Wie auch immer das geht. Dann als Fusselbakterium oder was immer, was. Keine Ahnung, was das ist. Dann als Fusselfisch. Fusselfisch. Oh Mann, ey, ein Fusselfisch. Dann wird's zur Fusselschlange wahrscheinlich, jawohl. Dann wird's zur Fusselschlange. Und dann wird's zum Fusselfischviech wieder, ne? Das, wo man ja kennt, wo an Land läuft, der Fisch. Dann wird's zum Fusseldino. Fussellanghals, mit so Fusselkörper, sieht man ja. Und das wird dann zum Fussel. Wow, krass, krank. Zum Fussel. Ja. Fusselvogel. Und das ist dann letztendlich Fusseluff. Yay! Als einziges bunt, weil der Rest keinen Bock gehabt hat, anzumalen. So gehört sich's. Dann Didi. Ah, das war der Dirt Devil. Das war dieses, ihr kennt's vielleicht noch, dieses Staubsaugerviech. Staubsaugerviech als Einzeller. Staubsaugerviech als, als Krebsviech wieder, ne? Dann als Fisch. Immer mit diesem Staubsauger vorne dran. Dann als Schlange. Dann als, ja, wieder dieses Ding. Okay, und jetzt als Dino-ähnliches Viech. Nee, okay, da habe ich auch wieder so eine Art Oktopus gemacht. Dann als, diesmal kein Flugzeug, sondern so eins mit Raketen. Und dann, da war das aber wesentlich sinnvoller als das. Naja, gut. Man sieht, ich habe es auch nie ein zweites Mal immer hingekriegt. Beim zweiten Mal zeichnet das immer ein bisschen blöder aus als am Anfang. Oh Gott, nein, oh nein, das ist eine Geschichte. Oh Gott, wie peinlich. Fly, okay, Fly hat auch eins. Ja, schon als Fliege ein Einzeller sozusagen. Hier so eine Fliegenlarve quasi. Ein Fisch mit Fliegenaugen. eine Schlange mit Fliegenaugen. Ein fliegender Fisch mit Fliegenaugen. Ein Monster mit Fliegenaugen. Oh mein Gott, das sieht aus wie Spaghetti-Monster. Ohne Witz, Leute, schaut euch das an. Sieht aus wie Spaghetti-Monster. Oh Mann. Und, ich habe hier was gemacht, aber das habe ich wohl verworfen, die Idee, und dann wird's zu Fly. Okay. Oh, jetzt steht hier was. Ich weiß gar nicht, ob ich das vorlese, ob ich das euch antun soll, was hier steht. Oh Gott, das
das steht vor allem. Okay, gut. Okay, ich lese es vor, aber es, ihr denkt dran, dass ich da ziemlich jung war. Und, ja. Kaboom und nichts passiert. Okay. Alle Charaktere stehen vor einem riesigen Tunnel. Davor ist, oh Gott, davor ist ein Felsen. Davor ist ein Felsen. Alles klar. Moment. Katie. Jetzt können wir nicht zum Endgegner. Schluchz. Wie schade. Ich wollte ihn doch vermöbeln. Alle denken nach. Wow. Plötzlich taucht wildste Auto. Hä? Was? Moment. Jetzt bin ich verwirrt. Nee, Moment. Hä? Nicht in der Schluss. Wie schade. Wollte ihn doch vermöbeln. Alle denken nach. Plötzlich taucht wildste Auto. Auf. Heißt der Charakter so wildste Auto? Hä? Wildste Auto auf und sagt. Wollt ihr Endgegner? Fragezeichen. Frisch im Angebot. Katie. Ja, gerne, natürlich. Alle. Sag mal, spinnst du? Und wenn. Oh Gott. Wenn wir jetzt alle drauf gehen, wir müssen ja schließlich noch die Welt retten. Katie, und warum? Was? Wer ist das? Psylik. Ich glaube, ich habe keine Ahnung. Vielleicht kommt der noch in einem nächsten Buch. Erklär du ihm. Ketos, also, schön. Ach, also schön, okay, also schön, das ist ungefähr so bla 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 bla. Psylik, halt. Sag du es lieber, Ketzi, 5 Stunden später. Endgegner und die anderen sind eingeschlafen in dieser Zeit. Wow, ist es schlecht. Oh, buh. Kaboom. Sie explodieren. Was? Sie explodieren. Okay. Aber der Fels ist ganz. Warum explodieren die? Alle Goschen. So, habe ich das gemeint? Alle Goschen stehen offen. Ja, könnte sein. Deswegen hättet ihr uns beinahe gekillt. Toll, echt toll. Caddy, jetzt schaffen wir es aber. Sie binden los und attackieren ihn mit ihren Attacken. Cool. Aber nichts passiert. Der Fels hat nicht einmal einen Kratzer. Aha. Caddy, wir können es vergessen. Dabei habe ich mich so auf den Endgegner gefreut. Nimm den Endgegner wieder mit, willst du Auto. Kleiner Atem. Was? Boah. Puh. Wir haben es gleich geschafft. Plötzlich passiert das, was keiner erwartet hätte. Durch Kettys kleiner Atmer zerstört sich der Fels und der Durchgang war frei. Viele dieser Steine trafen wildste Auto und er starb. Boah, Alter. What? Okay. Brutale hier Geheimnisse. What the hell? Oh nein, es geht weiter. Oh nein. Ich hab gedacht, okay. Dann 5 Stunden später, Ketzi, ich hab's. Alle wachten erschreckt auf. Ich weiß es endlich. Die Antwort ist Trommel. Also so Trommelwirbel, denke ich mal. Ja. Das steht alles im Drehbuch. Alle fliegen um.
Ach, meinte damit diesen japanischen Gag, wo jemand was Blödes sagt und die anderen dann so, brrrr. Ich denke mal, das war's. Ja, da habe ich schon RTL2 geguckt, wie es aussieht. Sie grübeln weiter. Grübeln. Neues Wort für Duden. Grübeln. Alle haben denselben Gedanken und schauen gemein zu Bomber Bomb und Bomber Lomber. Hä? Woher kommen die jetzt auf einmal? Diese sagen, schluck das Bomber Bomber Bomber. Ich habe keine Ahnung. Das könnt ihr doch nicht machen. Ja, genau. Ist dir nichts anderes eingefallen? Schweig, lächel, grins, grins. Oh, wow. Bedenkt, toller Freund. Naja, egal. Ob Depp oder nicht, wir müssen zusammenhalten. Wir müssen jetzt auf jeden Fall. Ich habe es verbessert, gut. Jetzt auf jeden Fall zusammenhalten. Leider. Oh Gott, oh Mann, hey Gott, hey. Schon werden sie gepackt und mit einem Seil an den Felsen gebunden. Dann wird bei B und B die Ohren hochgezogen, mit Blase auf den Rücken. Oh Gott, hey, hört auf. Oh, da geht's noch weiter. Oh, es tut mir leid, es tut mir leid. Alle außer Ketzi werden besiegt, weil sie zu vollgefressen sind. Was? Oh mein Gott, mega Gedankensprünge. Das ist so, wie es meine Lehrerin damals gesagt hat. Ich schreibe in einem Aufsatz, ich bin im Bett und rede gerade mit meinem Kumpel und in der nächsten Szene bin ich schon unten im Keller und höre eine Ratte um die Ecke huschen. Oh Mann, ey, das ist krass. Also ohne irgendwie zu erklären, dass ich aus dem Bett aufgestanden bin, in die Kellertür aufgemacht habe und da runtergegangen bin, die Treppen, stehe ich dann einfach mitten im Keller, einfach so bam. Erst war ich im Bett und zack, auf einmal bin ich im Keller. So schreibe ich hier auch. Ich habe keine Ahnung, was hier jetzt abgeht. Durch den gegessenen. Nein, das lese ich jetzt nicht mehr vor. Ich kann es ehrlich, erstens mal kann ich es kaum noch lesen und zweitens tue ich euch das jetzt nicht an. Und da geht's halt noch weiter. Boah, ey, ich hatte nichts zu tun. Hier haben wir hier Magic Knight. Oh, ich hab's mal richtig geschrieben. Diesmal Knight habe ich wirklich diesmal die Ritter gemeint, scheinbar. Den hab ich einfach Kristall genannt. Ja, der hat einen Kristall auf dem Kopf, deswegen. Ach so, das ist ein Schwert oder was? Oder. Hä? Soll das. Ich habe keine Ahnung. Also, so das Schwert quasi, das ist der Griff. Und dann geht das Schwert so und dann so. Also das heißt, es hat so eine Einbiegung. Das wäre aber ein cooles Schwert. Was haben wir hier? Oh, jetzt wird es wieder interessanter als den ganzen paar Kladderadatsch-Text da. Was? Schon wieder? Wer bist du? Wie heißt du? Okay, Viecher ohne Namen. Viecher ohne Namen sieht aus wie ein. Böser Kirby. Dann haben wir hier Trija. Ein Vampir-Kirby-Verschnitt. Oh, Entschuldigung, Catty. Es ist ja nicht Kirby, es ist Catty, eindeutig Catty. Also, das hat durchgedrückt. Ja, das ist immer gut, sowas. Ja, es hat Stil. Dann haben wir hier. Keine Ahnung, was du bist. Du bist eine blutige Fledermaus. Was haben wir hier? Oh, hier haben wir. Ein Monster wird gezeichnet. Oder soll das so darstellen? So auch so auf dem Meeresgrund. So Cthulhu-mäßig. Okay. Was haben wir denn noch? Eine schwarze Schlange aus Nebel. Oder so. Was haben wir hier? Ja, genau. Okay. Okay, nehme ich. Oh, sag mal, also, ja, jetzt ist aber wieder gut mit dieser schwarzen Schlange. Und was bist du? Keine Ahnung. Keine Ahnung. Oh nein, das Schloss. Caddy und Co. wandern durch einen dunklen Wald. Caddy klammert sich verbissen an Katzel an. Aber weil er Angst hat, könnt ihr es euch schon denken. Aber weg vom Geschmuddel und hin zur Geschichte. Was?
Aber nicht, weil er Angst hat, sondern ihr könnt es euch schon denken. Katie klammert sich ein bisschen an Katzel. Katzel ist das weibliche Version oder was? Okay. Weg von dem Geschmuddel. Ich habe damals schon an perverse Sachen gedacht. Das ist ja unglaublich. Aber was haben wir hier? Okay. Die sind witzig. Vor allem mit Schleife, weinend und erschrocken. Mit Schnulli und gestört mit dem Blick. Was haben wir hier? Planeten. Planeten, das ist die Erde, das sehe ich. Das ist. Der Rest macht keinen Sinn, ne? Ja, der Rest ist. Okay. Was haben wir hier? Eine rockige, fetzige Note. Was ist das hier? Das ist ein Hund Ja, der sieht sogar witzig aus. Ja, doch, muss man sagen, der sieht witzig aus. Ja, manchmal habe ich einfach drauf losgezeichnet und dann ist mir so aufgefallen, guck mal, das sieht doch aus wie so eine Hundeschnauze und habe es dann weitergemacht und habe dann einen Hund draus gemacht. Obwohl ich eigentlich was völlig anderes zeichnen wollte, aber das kennt ihr vielleicht. Da habe ich es dann nochmal probiert und das ist so der Beweis, dass es einfach, wenn man es, Moment, ich weiß gar nicht, wie rum das jetzt soll, ich denke mal so rum. Wenn man es einmal versucht hat und dann möchte man es nochmal probieren, dann funktioniert es meistens nicht. Also, das ist irgendwie ganz merkwürdig, was ich da zustande gebracht habe. Oh Gott, und das auch, das ist irgendwie so ein Nashorn. Erkennt man ungefähr, oder? Ich weiß, es ist jetzt ein bisschen arg komisch wegen dem Bleistift, aber. Was haben wir hier? Oh, noch mehr Text. Kätzchen und seine Freunde. Nein, danke. Hier haben wir noch so einen komischen Vogel, den man kaum erkennen kann. Ist der tot oder warum hat er ein Kreuz in den Augen? Okay, dann haben wir hier böses Face mit Yu-Gi-Oh! Auge. So sieht's aus. So, was haben wir denn hier? VIP, very important person vom FBI. Okay. What the hell? Das sieht voll Psycho aus, aber ohne Witz jetzt. Ich meine, was ist das für ein gestörtes Viech? What? Das ist hässlich. Okay, gut. Ich glaube, das war's. Das war's. Unglaublich. Und ich habe hier nicht mal Sticker drauf gemacht, ne? Ich habe nur noch Cat-Attack drauf geschrieben. Naja, es war definitiv nicht das beste Buch und ich habe euch bestimmt extrem gelangweilt mit diesem Text. Ich fand ihn ja selber schlecht, also von daher. Gut, dann würde ich sagen, das war's. Oh, für diesen Moment, für diesen Part. Haut's Nylights, bis zum nächsten Part. Ja, euer René.